Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Spezialausgabe deshalb, weil ich heute einmal mehr nicht alleine vor der Kamera stehe, sondern mir prominente Unterstützung an die Seite geholt habe. Unsere gesundheitspolitische Sprecherin der Freie Wähler Regierungsfraktion im Landtag ist da, Susan Enders, die auch bekanntermaßen die Generalsekretärin von uns Freien Wählern in Bayern ist. Und Susan ist heute deshalb mit dabei, weil es um eine gesundheitspolitische Frage geht. Die Anja aus einem meiner Lieblingslandkreise, dem wunderschönen Oberallgäu, hat mir nämlich geschrieben, weil sie mitbekommen hat, dass wir massive Kritik geübt haben, Susanne, als bayerische Staatsregierung, an den Berliner Plänen, Stichwort Krankenhausreform. Und jetzt will die Anja von mir wissen, was passt euch denn nicht an den Plänen von Lauterbach und vor allem, was macht ihr in Bayern denn besser? In diesem Sinne, Susanne, herzlich willkommen bei Frag Fabian und schieß los. Was machen wir in Bayern besser und was läuft schief in Berlin? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für diese wichtige Frage. Denn wir könnten ja jetzt der Meinung sein, dass der Herr Lauterbach in Berlin alles gut macht für die Krankenhäuser. Dem ist nicht so. Diese Reform der Gesundheitspolitik ist eigentlich eine Verschlimmbesserung und ein Fortführen der Katastrophe, die uns die kleinen Krankenhäuser auf dem Land einfach so ja immer weniger werden lässt. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir müssen in Bayern nachsteuern und die heutigen Kabinettsbeschlüsse zeigen, dass wir nicht nur reden in der Bayern-Koalition, sondern wir tun auch was. Und das ist für 20 Millionen Euro jedes Jahr. Also das sind 100 Millionen insgesamt, die beschlossen wurden als Strukturhilfe für unsere kleinen Krankenhäuser. Und das ist wichtig, denn auf Berlin können wir lang warten. Da passiert leider nichts. Und außerdem nicht zu vergessen, die über 650, ich glaube 660 Millionen Betriebskosten, die wir sowieso jedes Jahr in Bayern schon seit etlichen Jahren für unsere Krankenhäuser parat halten. Auch daran wird sich nichts ändern. Wir sind für unsere Krankenhäuser da, auch wenn Bayern, ja andersrum, auch wenn der Bund, die Ampel, ein Totalausfall ist. Susanne, vielen Dank für die klaren Worte, aber nicht nur fürs Zu-Gast-Sein in Frag Fabian, sondern insbesondere auch für den täglichen Einsatz für die Gesundheitspolitik bei uns im Freistaat Bayern. Denn Anja, mir geht es so ein bisschen wie dir, auch bei mir zu Hause gerade ein Riesenthema. Unsere Krankenhäuser im ländlichen Raum in existenzieller Bedrohung. Spätestens dann, wenn es kommen würde, was der Bund zwischenzeitlich vorgeschlagen hat. Und umso wichtiger ist es, dass wir da in Bayern gegensteuern. Deshalb, Anja, auch dir vielen Dank für die Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Und ich bin schon gespannt, wer da neben mir sitzt. Genau. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.